Was geht ab, liebe Freunde? Ich grüße euch. In diesem Video geht es jetzt um den narzisstischen Dramabund. Im letzten Video habe ich ja ein bisschen was darüber gesagt, wie das entstehen kann. Jetzt werde ich das ein bisschen detaillierter quasi euch nahelegen. Denn der narzisstische Dramabund kann durch verschiedene Dinge entstehen. Der kann entstehen durch verschiedene Ereignisse. Ereignisse, die in der Vergangenheit schon passiert sind. Dieser Dramabund kann dadurch entstehen, weil, schau. Der narzisstische Dramabund entsteht dadurch, weil du hast in der Vergangenheit, wie ich schon im anderen Video beschrieben habe, so vielleicht gute Sachen mit diesen Menschen erlebt. So, ich musste mich gerade ein bisschen sammeln. Du hast vielleicht gute Sachen mit diesen Menschen erlebt. Du hast vielleicht schöne Sachen mit diesen Menschen erlebt. Und du hältst jetzt an diesen alten Erinnerungen fest, in der Hoffnung, dass dieser Mensch so wird wie in deinen Erinnerungen wieder. Und das lässt dann diesen narzisstischen Dramabund entstehen. Denn es sind vielleicht viele Ups und Downs passiert die ganze Zeit, es geht hoch und tief. Und du hältst natürlich an den Höhen fest. Du willst nicht die Tiefen akzeptieren, dass halt der Mensch nicht so perfekt ist, wie du geglaubt hast. Das willst du vielleicht dann nicht akzeptieren und hältst an diesen Höhen fest. An diesen Momenten fest, wo dieser Mensch ja so perfekt war und unbeschreiblich und alles war grandios, alles war wunderschön, alles war perfekt. Ja, du hältst an dieser Perfektion fest, du hältst an diesem Traumbild fest, an dieser Traumvorstellung fest und weil du daran festhältst, hast du ja einen Bund. Das ist dieser Dramabund, der dadurch entsteht. Definitiv. Denn auch durch die Zeit, ja, passiert ja auch genau das Gegenteil. Und es passieren halt nicht so schöne Dinge. Und du redest dir das vielleicht dann durch die Zeit immer wieder schön. Ja, der Mensch ist ja nicht so. Komm, der war jetzt gerade nur so. Komm, das war ja gerade, weil das und das. Und du gaslightest dich selbst quasi, weil du ja dieser Traumvorstellung hinterherrennst und weil du ja diesen Traum hast, dass dieser Mensch ja so wird wie in dieser Vorstellung, ja, willst du vielleicht nicht einsehen, dass dieser Mensch halt nun mal nicht so perfekt ist und gerade dich jetzt hier verletzt hat oder sonst irgendwas und das ignorierst du dann vielleicht oder verdrängst du vielleicht oder wie gesagt, du gaslightest dich selbst und sagst, ja, ist ja nicht so schlimm und jeder kann ja mal ausrasten, passiert ja jedem mal und du redest das vielleicht alles so klein. Aber durch die Zeit passieren so oft so viele Dinge, mal ein Hoch, mal ein Tief, mal ein Hoch, mal ein Tief und durch die Zeit passiert so viel. Sagen wir jetzt mal, du bist längere Zeit mit diesem Menschen jetzt zusammen, befreundet. Es ist in der Familie so, was weiß ich, ihr verbringt jetzt länger Zeit. Natürlich entsteht dadurch dann ein Bund, ein Dramabund, weil dir passieren sehr schöne Dinge, dann passieren wieder sehr hässliche Dinge. Dann passieren wieder sehr schöne Dinge, dann wieder sehr hässliche Dinge. Und es geht die ganze Zeit auf und ab und die ganze Zeit hin und her und du weißt nicht, woran du bist. So, und viele missverstehen dann diese Hochphasen damit, dass dieser Mensch ja so sein kann. Obwohl dieser Mensch dir quasi in diesen Hochphasen, so nenne ich es jetzt einfach mal, dir nur etwas vorspielt. Er spielt dir nur einen perfekten Charakter vor, um dich wieder einzuwickeln. Und dann, wenn er dich eingewickelt hat, kommt wieder Abwertung, Missachtung oder wie das heißt. Also wenn ich dich nicht mehr beachte, keine Aufmerksamkeit, wir sprechen wieder weniger, halt wieder das alte Muster. So, und weil du ja das schöne Muster haben willst, dass du die schöne Zeit wieder haben willst, jagst du jetzt diesem Idealbild hinterher und das lässt dann auch diesen Dramabund entstehen. Ich hoffe, du verstehst, was ich dir sagen will, so in diesem Video, denn
Wegen diesem Dramabund haben viele das Gefühl, dass sie diese Menschen nicht verlassen können. Und dann steht dann da vielleicht so, ja, aber ich kann irgendwie noch nicht gehen. Es fühlt sich irgendwie noch nicht richtig an und sonst was. Oder ich kann noch nicht loslassen oder sonst was. Das heißt einfach nur, du musst dich von diesem Dramabund lösen. Das kann ich vielleicht auch mal in einem extra Video irgendwann machen, wie man sich von einem Dramabund löst. Aber das ist wie generell sich von allem lösen. Immer dasselbe. Aber kann ich natürlich auch gerne ein extra Video machen. Das Ding ist, so schaffen es halt Narzissten, dich quasi durch diesen Dramabund abhängig zu machen. In diesen Hoch- und Tiefphasen, wo dann so viel passiert, ja, das dich so irritiert, sagen sie dann auch vielleicht gewisse Dinge, dass du dann noch abhängiger wirst, dass du vielleicht nicht schön genug bist, dass dich vielleicht niemals jemand so lieben wird wie dieser Mensch jetzt, dieser Narzisst. Und die geben solche hässlichen Äußerungen noch während diesen Tiefphasen oder sonst was, was das Ganze quasi noch verstärkt, was diesen Dramabund noch mehr verstärkt zu diesen Menschen. Weil du ja dann denkst, oh, ich muss jetzt noch mehr geben. Ich muss jetzt, um noch mehr zu bekommen, muss ich noch mehr geben. Und so muss ja Liebe sein. Um Liebe zu bekommen, muss ich viel, 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 viel geben und vielleicht bekomme ich dann ein bisschen was zurück. Aber so ist nicht Liebe. Das ist auch, was ich letztens in so einem Coaching Telefonat einer Zuschauerin gesagt hat, das ist keine Liebe. So die ganze Zeit zu geben und nur das Wenigste zu bekommen, das ist dem Schmerz nachrennen. Du rennst die ganze Zeit diesem Schmerz, diesem Dramabund hinterher. Deswegen, und das missverstehen dann viele, da verkacken dann viele und geben die ganze Zeit nur, weil sie sich so minderwertig fühlen oder so nutzlos fühlen oder so hässlich oder so, was weiß ich, ungeliebt und was weiß ich, und um ein bisschen Liebe zu bekommen, gehen sie dann hin und machen sich da verrückt für diese Menschen. Ja? Und das lieben ja diese Narzissten, wenn sie dann solche Menschen haben, die sie so leicht manipulieren können, damit sie alles bekommen, was sie wollen. Die werten die dann ab, die machen dann alles mit dir. So, deswegen, damit du abhängig wirst, damit du denkst, dass dieser Mensch der einzige Mensch ist, der dich lieben kann, weil du so unliebenswürdig bist. Ich weiß nicht, ob es das Wort jetzt gibt, egal, weil dich niemand jemals so lieben wird wie dieser Mensch. So, das trichtert dieser Mensch dir die ganze Zeit ein und deswegen, weil du dann irgendwann vielleicht dann sogar auch so denkst, dass das wahr ist, rennst du jetzt hin die ganze Zeit diesem Menschen hinterher, rennst diesem Menschen hinterher und willst es diesem Menschen beweisen, dass du ja liebenswürdig bist, dass du ja gut genug bist, dass du ja schön genug bist, dass du ja die Aufmerksamkeit verdient hast und was weiß ich alles. Ja, und machst dich da komplett verrückt. Und ich weiß, dass das keine Lüge ist, weil ich das so oft auch hier rauslese. Ja, ich habe mich so verrückt gemacht, ich habe so viel gemacht, ich habe dies gemacht, das gemacht. Das ist auch wegen diesem Dramabund, definitiv. Weil du dir gedacht hast, oh, ich muss, um mehr zu bekommen, muss ich noch mehr geben und noch mehr geben und noch mehr geben. Aber wie gesagt, das ist keine Liebe. Liebe ist, wenn man gegenseitig gibt und nimmt, wenn beide Parteien gewinnen am Ende und nicht, dass eine Partei immer mehr gewinnt als die andere oder dass eine Partei immer mehr gibt als die andere. Das kann niemals funktionieren. Das nur so am Rande. Deswegen, so kann der Dramabund entstehen. Ich habe es ja schon im anderen Video quasi so ein bisschen angekratzt und jetzt habe ich ein bisschen mehr darüber gesprochen. Es ist ähnlich. Es ist ähnlich wie im anderen Video, wie sie dich abhängig machen können. Es hat auch viel mit diesem Dramabund zu tun, denn dieser Dramabund entsteht, wenn ich die ganze Zeit Höhen und Tiefen erlebe. Höhen und Tiefen, Höhen und Tiefen. Dann werte ich dich mal ab. Dann sage ich dir, du bist das Schönste auf der Welt, dann werte ich dich wieder ab. In diesen Hochphasen, sage ich, hätte ich ja auch noch sagen sollen, ich sage es jetzt, sagen die dir dann auch, alles Schöne,
alles perfekt, du bist so wunderschön, du bist das Beste auf der Welt, bla bla. Und auf einmal, Tiefphasen, ja, werten sie dich wieder ab und du weißt nicht, woran du bist. Dadurch entsteht auch dieser Dramapunkt. Weil du ja denkst, ey, einmal sagen die mir, ich bin das Schönste auf der Welt und dann auf einmal sagt dieser Mensch mir, ich bin so hässlich. Was geht hier ab? Was bin ich denn jetzt? Und dann missverstehen das auch viele und geben dann mehr und mehr und mehr, weil sie dann denken, oh, die haben doch mal gesagt, ich bin dies, ich bin das, dann muss ich doch noch mehr geben und dann werde ich auch noch mehr bekommen oder was weiß ich, ja. Missverstehe das nicht. Ein Mensch, der dich wirklich schätzt, liebt, all das, ja, der will nicht, dass du dich unsicher fühlst, der will, dass du dich sicher fühlst. Nur unsichere Menschen wollen, dass du dich unsicher fühlst, weil sie selbst verunsichert sind. Das ist alles. Aber jemand, der sicher mit dir ist, der sich sicher mit dir ist, wird es dir auch so dementsprechend weitergeben, dieses Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit, Verständnis, nicht irgendwie Missverständnisse und sonst was. Das musst du halt einfach so verstehen. Jemand, der es ernst mit dir meint, da merkst du das auf jeden Fall. Da musst du nicht die ganze Zeit hinterfragen und ist das jetzt richtig, ist das jetzt dies. Hast keine negativen Gefühle oder Gedanken. Natürlich hat man mal Streit oder sonst irgendwas. Ist niemals was perfekt. Aber bei richtigen Menschen musst du dir nicht ständig die Gedanken machen, oh, ist dieser Mensch richtig für mich? Ist das jetzt gut? Ist das jetzt dies? Ist das jetzt das? Du weißt einfach, dass du sicher bei diesem Menschen bist. Bei anderen Menschen, bei narzisstischen Menschen, weißt du es nicht. Deswegen, das musst du halt einfach akzeptieren, dass sie mit dir spielen, dass sie einmal heiß, einmal kalt, einmal ja, einmal nein, einmal Kontaktabbruch, dann doch wieder Kontakt, einmal bist du das Schönste auf der Welt, dann bist du wieder das Allerhässlichste, einmal habe ich dich gern, dann hasse ich dich, dann will ich dich sehen, dann will ich dich wieder nicht sehen. Und es geht die ganze Zeit so. Natürlich entsteht dadurch ein Dramabund, weil dadurch viel Drama entsteht. Deswegen heißt es ja so. Die ganze Zeit hoch, tief, Drama, Drama, Drama. Und dann entsteht dieser Bund. Ich hoffe, ich belasse es jetzt einfach hier. Ich denke, ich habe jetzt eigentlich alles dazu gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich mich hier jetzt wiederholt habe oder sonst irgendwas. Aber ich habe es versucht, so gut wie möglich rüberzubringen, dass es jeder versteht, wie das Ganze entsteht. Was du da jetzt erkennen musst, wenn du diese Muster erkennst, dass es mal sehr, sehr schön ist und dann ist es wieder super, super scheiße. Ja, wenn du das mal erkennen solltest und diese Abwertungen und Aufwertungen erlebst, die ganze Zeit diese Abwertung, Aufwertung, Abwertung, Aufwertung, ja, diesen Hochphasen wertet man dich auf. Du bist das Allerschönste. Tiefphasen, genau das Umgekehrte. Du bist das Allerhässlichste. Wenn du das mal erleben solltest, hinterfrag das Ganze mal, ob das richtig ist. Dass jemand so mit dir umgeht. Deswegen, in diesem Sinne, den Rest überlasse ich jetzt mal euch. Macht euch mal ein paar Gedanken darüber. Ist auch ein bisschen komplexes Thema, aber ich denke, die meisten haben es jetzt hoffentlich verstanden. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendwas. Vielleicht werde ich dann dazu ein Video machen. In diesem Sinne, ich verabschiede mich jetzt. Peace out. Zieht durch.